So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Puppischen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Forbidden West. Ich muss mal meinen Beutel irgendwie. Mal. Begutachten. Was ist das hier? Doppelschuss. Oh, Scharfschussbogen. Wir kriegen einen Doppelschuss. Wir kriegen einen Doppelschuss. Fokussierter Schuss. Auch nicht schlecht. Gut, wir könnten später einen Doppelschuss kriegen. Das ist gut. Mittlerer Gesundheitstrank. Zweimal groß. Einmal klein. Ich habe keine Ahnung, was ich da noch reinsetzen soll. Ein Platz in meinem Trankbeutel. Ah, ich habe einen davon. Okay, verstehe. Verstehe. So, wir haben jetzt ein ordentliches Gebiet freigeschaltet. Das sieht schon mal ganz gut aus. Die Frage ist, wo will ich als nächstes hin? Samen der Vergangenheit, Verlangen nach Wissen, Aufträge. Nachdem sein Verschlüssel in der Basis. Ich würde nämlich gerne mal ein bisschen so nach dem Level gehen. Und würde da gerne mal, ja, einmal weitermachen. Die Ladezeiten sind einfach super. Okay. Eine Osseram-Karawane hat sich südlich von hier in den Stillsanden niedergelassen. Wir haben sie toleriert. Aber ihr Anführer ist gierig. Und er bringt viele Vorräte aus dem Niemandsland her. Hoffentlich bringt unser Kommando ihnen nicht einen schnellen Tod. Das wäre wunderbar. Euer Kommando hat bestimmt Wichtigeres zu tun. Vielleicht sollte ich nach Borgo von seiner Truppe sehen, herausfinden, was sie vorhaben. Das stimmt, wäre vielleicht mal eine ganz gute Maßnahme, Aloy-Mäuschen, aber vorher. Will ich mal in die Basis. Eigentlich interessant, ne? So relativ unscheinbar. Nicht großartig. Untersuche den Fokus des Prometheus. So, hier gibt's Neues. Ich sollte in mein Zimmer gehen und mir den Fokus aus diesem Rebellenlager ansehen. Ja, das stimmt. Aber vorher würde ich gerne nochmal die Werkbank benutzen und gucken. Ich kann nichts machen. Schade. Aber ich freue mich, dass wir einen Doppelschuss kriegen. Ich finde es trotzdem mit dem Fähigkeitensignal sehr komisch. Aufgabe erstellen, Flughorn. Ja, habe ich doch, oder nicht? Nee, warte. Hä? Aloy, in der Kiste sind noch Vorräte. Bedien dich. Danke. Außergewöhnliches Vorratslager entdeckt.
Nehme ich natürlich alles. Das ist doch schon immer nicht schlecht. Ha, die Tür ist jetzt offen. Wollen wir mal gucken, was hier versteckt, dieser Lümmel. Okay, der Fokus von den Söhnen des Prometheus ist verschlüsselt. Doch mit etwas Zeit kann ich ihn bestimmt hacken. So, geschafft. Aloy, wie es scheint, bist du im Besitz von etwas, das dir nicht gehört. Oh, du bist nicht überrascht, mich zu sehen? Nachdem du versucht hast, mich an die Zeniths im Hades-Testlabor zu verraten? Wohl kaum. Als mir klar wurde, eine einzelne Jägerin überfällt Regalas Lager, wusste ich, du warst entkommen. Raffinesse ist nicht deine Stärke. Halte dich von jetzt an lieber von den Rebellenoperationen fern. Du mischst dich gern in Dinge ein, die du nicht verstehst. Ich verstehe, Silence, dass du gefährlichen Leuten Maschinenüberbrückungen verschafft hast und einen Stammeskrieg entfacht hast. Erneut. Und ich werde ihn beenden. Schön. Wüte stur und blindlings drauf los, wie immer. Du wirst das Unvermeidbare nur hinauszögern. Aber sei gewarnt. Die Söhne des Prometheus sind sehr beharrlich. Und sie wollen deinen Kopf. Daran kann ich jetzt nichts mehr ändern. Oh, ich hab Angst. Was mache ich bloß ohne deinen Schutz? Du solltest Angst haben, Aloy. Du hast ja keine Ahnung. Muss ganz... Aber ich habe Besseres zu tun, als dich aufzuklären. Viel Glück bei deiner Stümperei im Nebel der Ignoranz. Au! Eines Tages werde ich diesem Kerl sein arrogantes Maul stopfen. Endgültig. Aber zuerst muss ich herausfinden, wieso er tut, was er tut. Ja, weil ich habe nämlich eine ganz böse Befürchtung. Dass der Silence nur so tut, als wenn er ein Arsch wäre. Ich trage Elisabeths Anhänger seit Monaten mit mir herum. Doch da wir eine Weile bleiben werden, verstaue ich ihn hier, wo er sicher ist. Baal meinte es gut, als er Rost erwähnte. Es ist nur schwer, mit jemandem über ihn zu reden. Mit allem, was passiert, ist es leichter, die Erinnerungen ruhen zu lassen. Zumindest fürs Erste. Also wie gesagt, meine Befürchtung hier ist folgendes. Ich glaube, dass Silence den Leuten das Maschinenüberbrücken beibringt. Weil die Zeniths wahrscheinlich den Planeten angreifen, oder generell die Menschheit angreifen wollen, um den Planeten zurückzuerobern. Und Silence versucht durch die Rebellen höchstwahrscheinlich die Dingsbums. Wie heißt's? Seine eigene Armee aufzubauen, um das zu verhindern. Ich glaube, das wird später der Plot-Twist. Aloy. Ich weiß es aber nicht. Okay, es ist eine Vermutung. Mir geht es gut. Aber Val meinte, Beta fiel es schwer, sich an das Leben mit uns zu gewöhnen. Ich wünschte, ich könnte etwas tun, um zu helfen. Ich glaube, das könnte keiner von uns. Wir müssen ihr Zeit geben. Und sie soll sich willkommen fühlen. Hat Gaia dir etwas über die Zeniths erzählt? Das hat sie. Obwohl es nicht gerade einfach zu glauben war. Dass Orte unter den Sternen sind, wo das Leben ähnlich erblühen kann wie hier. Das macht's einen selbst klein und herzzerreißend, dass solches Leben entschlossen ist, unseres zu vernichten. Ja. Die Zeniths haben Beta benutzt. Aber Val scheint sie zu trauen. Unglaublich, dass sie ihm gesagt hat, dass die Zeniths unsterblich sind. Alte, die den Kreislauf des Lebens und Verfalls verlassen haben. Ich habe noch nie sowas Egoistisches gehört. Der Erde den sterbenden Körper zu verweigern. Dem Leben, das an ihrem Platz blühen würde. Es ist widerwärtig. Ewig leben hört sich für die Menschen wegen Überlebensinstinkt natürlich geil an. Aber sind wir mal ehrlich, ich glaube, das wird relativ einsam auf Dauer, wenn du der Einzige bist. Wenn alle da sind, ja gut, dann... Ja. Du hast dich Grabessängerin genannt. Was bedeutet das? Also am Grab alles singt. Lebendige muss ein Ende finden. Ich soll den Übergang leichter machen. Dachte ich mir. Ich tröste und singe. Von der Erneuerung, für die der Tod den Weg bereitet.
Ich wollte dich fragen, was ist zwischen dir und dem Chor los? Ihr scheint euch nicht gut zu verstehen. Das passiert, wenn man die einzige Utaro ist, die sich ihnen öffentlich widersetzt. Zweimal. Als die Kaja in die Utaro-Ebenen einfielen, griffen sie nicht allein unsere Dörfer an. Sie verbrannten unsere Felder, versklavten unser Volk und töteten die, die für die Reise nach Meridian zu schwach waren. Um im Sonnenring geopfert zu werden. Ich half damals den Heilern, als Flüchtlingsscharen nach Rheinklang kamen. Der Chor war uneins, wie man reagieren sollte. Einige wollten zu den Waffen greifen. Andere glaubten, die Schüsseln würden uns schützen, wie sie es schon oft getan hatten. Während sie stritten, vergrub ich die Samen der Gefallenen. Wie ist es möglich, dass ein Stamm wie die Utaro den Frieden mit Kriegern wie den Tenakt halten kann? Wir halten sie fern. Wenn unsere Felder in reicher Blüte standen, waren die Tenakt neidisch. Doch die Schüsseln boten Schutz und Anhöhen, um Eindringlinge abzuwehren. Selbst die Tenakt sahen ein, Frieden zu halten. Die Utaro versprachen, sie jedes Jahr mit Nahrung aus unserer Ernte zu versorgen. Im Ausgleich stellten die Tenakt einen ihrer Veteranen ab, um die Utaro im Kampf auszubilden. Einige Jahre nach der Störung wurde das wieder aufgegeben. Aber es gibt noch Veteranen in den Ebenen. Ich hab sie schon getroffen. Es war sicher hart, dein Volk leiden zu sehen, während die Kaja in euer Land eindrangen. Sind das jetzt Story-Dingsbums? Ich komme aus einem kleinen Dorf bei Rheinklang. Wenn ja, kein Thema, aber... Meine Großmutter sagte immer, dass dort jeder Samen wachsen würde. Ich zog zu den Schüsseln, als ich Heilerin werden wollte. Als die roten Raubzüge kamen, wollte ich zurückkehren. Aber es kamen viele Verletzte nach Rheinklang. Also habe ich es immer verschoben. Eines Tages wachte ich auf und erfuhr, dass Kaja nachts mein Dorf überfallen hatten. Wir eilten hin, um den Überlebenden zu helfen, aber es gab keine. Der Gestank brennenden Fleisches verfolgt mich seither. Es tut mir leid so. Ich trat direkt nach unserer Rückkehr vor den Chor und verlangte, dass wir uns gegen die Eindringlinge wehren sollten. Sie lehnten ab. Also brach ich alleine auf. Ich muss jetzt gehen. Viel Glück bei der Suche. Bringt das was überhaupt, hier weiterzukommen? Das wäre mal interessant. Oder ist es wirklich nur, um den Charakter ein bisschen tiefer zu geben? Nee, Schachspiel, mit dem habe ich jetzt keine Lust. So, Questaufträge. Kaputte Schlösser. Nebenquest, Hauptquest. Ja, dann würde ich sagen... Ja, Jagdgebiete, Kampfplätze sind immer so eine Sache. Überwachungsdrohnen. Gibt aber auch nur Sammelobjekte, ne? Ich würde sagen, wir machen... Machen das hier. Ich kann die Option noch bestimmt einstellen, dass sie nicht ganz so... Oder ist das so festgestellt? Ich wollte nämlich gucken, ob ich das irgendwie... Schwierigkeit. Ja, ich weiß, wir haben es auf einfach gestellt. Einfach nur aus dem Blickwinkel, dass ich halt auch mal einen Prozess mache. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich nur weil ich kacke bin. Oder weil ich irgendwie mit der Steuerung nicht so richtig zurechtkomme. Dass ich da zig Milliarden... Was ist das? Schneefall. War nur eine Frage der Zeit.
Bildschirmlade, Bildschirmlade. Gibt schon wieder ein Gerücht. Immer nur Gerüchte, hä? Mann, das ist ja schlimm hier. Sehen wir mal was Neues. Setz dich zu mir, Fremde. Ich muss jetzt. Warte mal, ich will mal was gucken. Waffen. Sprengschleuder. Ich würde gerne meine vergleichen. Oh ja. Sonnenbrüter Jägerbogen. Das ist natürlich geil. Da gibt aber Dingsbums. Wildfeuerjägerbogen. Ah, das sind halt beides gute, ne? Ich würde sogar den hier benutzen. Kaufen und ausrüsten. Und den hier. Dahin. Stolperfalle. Gut, okay. Mehr hat er nicht. Hat er irgendwelche seltenen Outfits? Scharmützlerin. Niederschlag, Fernkampf. Ja, außer am Schlechteren ist jetzt eher nicht so das, was ich brauche. Konzentrationsregeneration, Konzentration, Waffendauer plus. Ich habe keine Ahnung, was Waffendauer ist. Aber kaufen wir erstmal. Das ist ehrenwerte Farbe. So, du erzählst mir gleich nochmal was und dann will ich mal gucken, wie ich das am besten hier alles mache. Dann wird das halt wieder eine Ausrüstungsfolge. Ich habe mich im Südwesten in der Nähe des Dorfs Salzbiss umgeschaut. Dort gibt es einen Ort mit Metallboden. Dahinter kann nichts Gutes stecken. Aufgepasst. Danke für die Warnung. Beglude, 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 Beglude. Oh, Brutstätte. Yay! Ich hab mal wieder Bock auf eine Brutstätte. Könnte eine Brutstätte sein. Dahin kann ich sowieso. Das bedeutet, das ist nicht das Problem. Ich würde jetzt gerne erstmal einfach in irgendeinen Unterschlupf gehen, damit ich dort arbeiten kann. Sozusagen Werkbank. Hier haben wir auch eine. Ist doch gut. Machen wir. So, ich will erstmal so gut ich kann die Dinge ausrüsten. Und dann will ich mich mal gucken, ob ich da irgendwas. Ja, siehst du. Wildfeuerjägerbogen. War's. Aber Outfit-Upgrades kann ich ein paar machen. Werde ich nie tragen. Aber komm, was wir haben, Hammer. Obwohl das mit dem Rihorn, ne? Sieht schon ganz cool aus. So, jetzt wollen wir mal gucken. Inventar. Waffen. Scharfschussbogen. 101. Ist alles blau. Spaltender Scharfschussbogen. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. Das ist Feuer. Natürlich schade, ne? Weil der hat nämlich auch noch diesen verstärkten Schuss. Oh, den hat er auch. Okay, hier habe ich nur. Okay. 51, 50. Hat aber mehr Abriss.
Feuer, das ist ganz gut. Was habe ich denn sonst hier unten? Stolperfalle brauche ich in der Regel auch selten. Sind wir mal ganz ehrlich. Was haben wir hier? Bolzen. Und auch Eis. Aber auf der anderen Seite bin ich eigentlich eher so der Bogenschütze. Da bin ich ja schon fast am Überlegen, den hier runterzunehmen. Bei den Outfits muss ich auch mal gucken, was trage ich denn aktuell. Unauffällig, Waffenausdauer, Nahkampfschaden, Konzentrationsregeneration, Konzentration, Waffendauer, Ausdauerregeneration. Das ist alles ziemlich nice, ne? Tarnabriss, niedere Gesundheit, Fernkampf, ja. Fehlt halt echt so ein Waffenausdauer. Kritischer Schlag. Ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Unsere Försterin gefällt mir in dem Sinne eigentlich ganz gut. Die trage ich ja auch, ne? Weil der natürlich am meisten Dingsbums hat. Gemischte Ausrüstung Kriegerin. Nora Angreiferin ist Jägerin. Kleidung einer tapferen Kriegerin. Nützlich, um Fernkampf die Oberhand zu bekommen. Ich würde mal sagen, leiser Speer. Passive Stärkung, leiser Speer. Lege ich mal alles ab. Das trage ich jetzt. So. Was kann ich denn da reinsetzen? Verteidigung, Verteidigung, Löschwasser, Plasma-Verteidigung. Tiefe, erhöht die Stufe der passiven Stärkung. Tiefe, die langsamer sinkt. Ja, mache ich. Probieren wir es mal. Ist das ein Bug? Ich trage immer noch den Shit. Warte mal. Look angewendet. Ah. Ah. Ich kann also... Ah, okay. Das ist weird, aber es ist cool. Leute, ich kann das schon so tragen. Kann aber den Look anwenden. Das bedeutet, wenn mir hier irgendeine Rüstung gefällt, dann kann ich den Look anwenden und sehe so aus, obwohl ich diese Rüstung trage. Verstehe. Verstehe. Okay, 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 okay. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber um ehrlich zu sein, ist mir das jetzt auch erstmal egal. So, das hat jetzt ein paar Minuten gedauert. Dafür entschuldige ich mich jetzt erstmal nicht. Wenn du weitergehst, verpasst du ein gutes Geschäft. Einfach aus dem Aspekt, weil ich das für richtig finde, auch mal an sowas zu denken. Kann ich markieren. Trockensehnsucht. Aloy, Herrentier. Ich dachte, das interessiert dich. Auf der Reise durchs Niemandsland bin ich auf eine Karja-Expedition gestoßen. Ganz schön wagemutig. Hups. Wohl eher töricht. Ein Trupp von ihnen gräbt alte Relikte aus, südöstlich von Steinhall. Genau dein Ding. Du kennst mich gut. Danke, Erend. Sie wohl gefunden haben. Eine Eule. Entschuldige, Eule. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Thank you.
So. Ein Unterschlupf. Ich kann mich ausruhen und meine Ausrüstung überprüfen. Ich weiß halt nicht, ob ich Eulen brauche. Ich meine, ich hätte mir das beim letzten Mal so ein bisschen aufgeschrieben. Da brauche ich, glaube ich, mal wieder meine Zettelwirtschaft. Oh yeah. So, zu Parts aufgenommen wurden. Und wo ist mein Büchlein mit der schlauen Liste? Ene, mene, miste. Ich suche meine Liste. Ene, mene, meck. Da ist sie auch gleich weg. So. Eichhörnchen, Pelikan, Feder. Rötenechsen, Gänse, Kaninchen, Hühnchen. Lachs Eulenfeder. Okay. Das ist schon mal gut. Warte mal. Beutel-Upgrades. Ja, die Beutel-Upgrades brauche ich auf jeden Fall. Ich fand das System aber in Zero Dawn besser. Das war nicht ganz so extrem. Da musste man nicht so viele Wildtiere jagen und zwar nicht zu viel. Ich weiß zwar nicht, warum die Leute das immer wieder toll finden oder die Spieleentwickler, dass mehr gleich besser ist. Ich habe noch nie einen Gamer gehört, der sagt, ich will mehr von allem. Der das von vornherein einfach so sagt, ohne Begründung von was genau. Also Menschen, die solche Forderungen stellen, sollten dann auch ein bisschen präziser sein und sagen, okay, das hätte ich gern. Ich weiß halt nicht, ob das mir der Krähe was gebracht hat. Das, was sie wirklich gut gemacht haben, muss ich ja loben. Dann folge den Spuren. Und weiter. Ich guck mir das mal an. Was habe ich denn aktiv? Maschinenreiter jagen durch die Büste. Scheint eine kleine... Es scheinen keine Rebellen zu sein, aber wer sind sie dann? Maschinenreiter. Sie anzuzünden bringt nichts. Das ist mir schon klar. Brauche ich irgendwas mit Skorpionen? Sie scheinen keine Rebellen zu sein, aber wer sind sie dann? Eine Tenakt-Siedlung. Vielleicht sollte ich Vorräte besorgen. Sind die das? Steine brauche ich hier so gut wie gar nicht.
Pfeilhand. Ist okay. Ich muss mir von einem Kaplan nicht sagen lassen, wann ich kämpfe. Der richtige Kampf ist der Streit mit dir. Das ist ja soweit okay, aber ich will... Rennen? Sie klingen definitiv nicht nach Rebellen. Wenn ich ihren Spuren folge, sehe ich vielleicht, wohin sie wollen. Bestimmt kann ich meinen Fokus einsetzen, um den Spuren dieser Reiter zu folgen. Maschinenrennen? Ja, warum nicht? Würde sich anbieten. Brauche ich Nabelschwein? Eigentlich auch nicht mehr, ne? Das bedeutet, ich brauche jetzt eigentlich erstmal nur noch... Krötenechse. Ja. Und Geier? Keine Ahnung. Auf Maschinenrennen habe ich jetzt eigentlich nicht so großartig Lust. Aber ich kann mal mit denen schwätzen. Die Maschinenreiter von vorhin. Die von dem Wettrennen. Ich frage mich, was die vorhaben. Ihr reitet Maschinen, ne? Wer hat euch das beigebracht? Hey, Trupp. Hier ist wohl jemand lebensmüde. Wow. Seht nur die Haare. Was? Hat sich da jemand in der Wüste verirrt? Hey, hey, was sagen die Ostländer uns doch gleich nochmal nach? Ach ja, dass wir Blut trinken, stimmt's? Vielleicht holen wir uns deins. Versucht's doch. Forderst du uns heraus? Ruhig bleiben, Josek. Du willst dich sicher nicht mit Hekaros neuer Streiterin anlegen. Wir wollen nichts mit dir zu tun haben, Fremde. Wir hatten alle unseren Spaß. Die Straße ist davon. Diese Maschinen, die gehörten Regala. Aber ihr wirkt nicht wie Verweigerer. Wer seid ihr? Woher habt ihr die Maschinen? Wer bei uns etwas will, tritt in einem Rennen an. Wenn du zuerst im Ziel bist, beantworte ich dir deine Fragen. Aloy, habt ihr eine Maschine? Das Rennen ist voll. Eigentlich ist gerade ein Platz frei geworden. Okay. Wie sind die Regeln? Nicht sterben. Das wird der Hammer. Klappe, Päcker. Okay. Machen wir aber beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute.